Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in einer vierstündigen Befragung jegliche Aussagen zu früheren Geschäftspraktiken verweigert. Der 76-Jährige war gerichtlich vorgeladen, unter Eid auszusagen. New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James beantwortete Trump aber nur eine einzige Frage, und zwar die nach seinem Namen. Das berichtet die New York Times. Bei der Weigerung habe sich der Republikaner auf seine Rechte aus der US-Verfassung berufen. Ich habe die Beantwortung der Fragen entsprechend der aus der Verfassung der Vereinigten Staaten hervorgehenden Rechte jedes Bürgers verweigert, erklärt Trump auf Truth Social. Die Ermittlungen zu seinen mutmaßlich illegalen Geschäftspraktiken hatte er eine Fortsetzung der größten Hexenjagd in der Geschichte des Landes genannt. Die Demokratin James leitet seit Jahren zivilrechtliche Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium. Es geht um den Verdacht, dass die Trump Organization ihren Immobilienbesitz schön gerechnet haben könnte, um unter anderem weniger Steuern zahlen zu müssen. Trumps Konzern weist das zurück. Zwei Tage vor der Befragung hatte das FBI Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht. Dabei ging es um eventuell zurückgehaltene Dokumente aus seiner Amtszeit.